Jo Leute, was geht? Gerade wurden die nächsten Strecken für Mario Kart, die Welle 4, für den 9. Hallo. März angekündigt. Der Trailer ist auch am Start auf YouTube. Wir reagieren jetzt gemeinsam drauf. Wir haben ja kurz schon was gesehen bei so einem ganz kleinen Schnipsel bei der Nintendo Direct. Ihr erinnert euch, Birdo wurde dort vorgestellt und eine ganz neue Strecke. Da werden wir jetzt bestimmt mehr zu sehen. Aber ich würde sagen, wir gehen einmal in den Trailer rein, danach vielleicht ein bisschen Analyse. Mal gucken. Einmal komplett durch, ohne Pause. Zack. Stopp! Ich habe zwar ohne Pause gesagt, aber da ganz kurz Stopp. Kenne ich nicht? Kenne ich nicht? Kenne ich nicht? Oh, das ist Donkey Kong. Berg-Dingsbums. Kenne ich nicht? Die kenne ich. Das Game Boy Advance, oder? Kenne ich nicht? Oh, Waluigi. Okay. Ab sofort ohne Pause. Da ist er schon. Überholspur Singapur. Okay. Ganz kurz. Die Quali kommt mir irgendwie sehr schlecht vor, aber es liegt wahrscheinlich dann am Video. Bangkok, Abendrot. Da ist die Schikane, genau, die meinte ich. Ausfahrt Amsterdam. Ey, drei Städte. Oh, Amsterdam im Wasser. Nicht gut. Mit Tulpen. Flussuferpark von Game Boy Advance. Krass. Ach, Marios Piste vom DS. Und Waluigi von GameCube. Bin gespannt, ob die eine Abkürzung da noch funktionieren wird. Yoshi Island neu mit Birdo. Die bringen einfach einen neuen Fahrer rein. Oh, das war schon. Das ist viel zu kurz. Es ist viel zu kurz, dieser Trailer. Na, dann haben wir noch zwei Wellen über. Ja. Birdo einfach neu dabei. Übrigens, der Streckenpass 25 € ist bei Instant Gaming. Kriegt ihr den günstiger? Checkt mal unten den Link in der Videobeschreibung ab. Und jetzt gucken wir uns ja nochmal an mit Pausen. Mit Lou darf Pause drücken. Das haben wir uns eben mal geguckt, ne? So, das hier ist ja Singapur oder Bangkok gewesen, ne? Okay. Ich gucke auch ein bisschen auf die Technik, was mir so auffällt. Bangkok, okay. Sieht sehr langweilig aus, um ehrlich zu sein, Bangkok. Donkey Kong Schikane. Hier, das fand ich cool. Du gehst da ins Wasser und hier hast du so ein Tulpenfeld, finde ich ganz cool. So, Flussuferpark. Ey, haben wir das letztens? Das haben wir nicht gespielt, ne? Das war nicht das. Die Strecke, die wir gespielt hatten am Retro-Montag. Aber die kommen mir auch nicht so bekannt vor. Aber finde ich nice. Ich hatte erst gedacht, das wäre vielleicht auch vom GameCube. Die Marios Piste oder so. Und hier ist einfach nochmal Marios Piste vom DS. Ich kann mich auch null dran erinnern. Lord Bowser. Luigi Gustas. Yoshi Runners. Princess Daisy. So, und die ist ja komplett neu. Alter Schwede, stimmt, deswegen konnte ich auch nicht zuordnen. Okay. Ah, das war's schon wieder. Das ist viel zu wenig. Ja, am 9. kommt's raus. Am 9. kommt's raus. Wo bleibt Luigi's Piste? Ich weiß es nicht. Am 9. kommt die
werden wir auf jeden Fall streamen und spielen. Und am 11. März ist ja schon der Hot Tub und auch dann das Turnier. Ich mache am 11. auch ein Turnier direkt. Ohne Voranmeldung. Wer da ist, ist da und kann mitmachen. Neunter. Beim letzten Mal war das nachts um 11 Uhr oder so, waren die verfügbar. Oder 16 Uhr, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ja. Geil.